westlichsten polnischen Ostseeort besuchen wir, 15 Kilometer entfernt mit dem Bus und der anschließenden Fährüberfahrt, die kostenlos ist. Die Autofähren verbinden den auf der Insel Wolin liegenden Stadtteil mit dem größeren Stadtteil auf der Insel Usedom. Die Kaiserfahrt genannte Fahrrinne der vertieften Zwiele, den mittleren Zufluss der Oder zur Ostsee, durchschneidet auch die Insel Usedom. Die dadurch entstandene Insel Kasibor gehört auch zur Stadt Swinemünde, dem heutigen Swinoujscie. Die anderen beiden Ostseezuflüsse der Oder tun das Übrige dazu bei, dass Usedom westlich und die östlich der Swine-Inseln sind. Große Ostseefähren führen einen Liniendienst zum Beispiel nach Skandinavien durch. Dazu steht ein Fährhafenterminal auf der Seite der Insel Wolin, auf deren Seite auch der Industriehafen liegt. Die meisten Bewohner Swinoujscies leben auf Usedom. Sie hat 45.000 Einwohner. Das Stadtzentrum hat mit Plattenbauten der sozialistischen Zeit aufgefüllte Kriegsnarben aus dem Zweiten Weltkrieg. Im für ein Seebad ungewohnt quirligen Ort sind noch wenige interessante Bauwerke aus der Zeit davor erhalten geblieben. Die Christuskirche 1792, anfangs ohne Turm erbaut, wurde 1881 fertig. Man sieht, wie die Stadt wieder schöner wird, nachdem sie als grenznahe Stadt und durch militärische Nutzung ihren Glanz verloren hatte. Im Rathaus befindet sich heute ein Museum, spezialisiert auf Fischerei, das aber auch die Stadt präsentiert, dessen Recht sie seit 1765 hat. Liebevolle restaurierte Altstadtstraßenzüge im Zentrum, zudem Fußgängerzonen, ermöglichen einen schönen Bummel an Läden und gastronomischen Einrichtungen vorbei, die zum Besuch einladen. Der Turm der Martin-Luther-Kirche ist das, was der Luftangriff 1945 von der Kirche übrig ließ. Die Stadt war Garnisonsstadt, wovon diese für Ämter genutzte ehemalige Kaserne zeugt.